Und willkommen bei einem neuen Part Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns die letzte Stelle in Jubelstadt an, die wir noch nicht erkundet haben. Außerdem werden wir uns auf dem Weg nach Fleetburg als die Stadt machen und uns auf die Suche nach unserem Team-Pokémon machen. Nach unserem fünften. So, hier waren wir noch nicht. Globale Tauschstation. Weltweiter Pokémon-Tausch. Hier kommt man hin, nachdem man den ersten Orden hat. Wir hätten also schon viel früher hier hingehen können. So wie du aussiehst, du kannst nur ein Trainer sein. Sag mir, welche Art Pokémon magst du? Feuer. Feuer-Pokémon, du hast bestimmt ein feuriges Temperament. Ja, mehr oder weniger. Hier ist ein Häuschen. Gut, die sagen uns wahrscheinlich so Anfängertipps. Wahrscheinlich, weil wir hätten früher auch schon hier hingehen können. Ich habe mein Pikachu in einem Tausch erhalten. Es kommt von irgendwo auf der Welt. Es wächst sehr schnell und hat bereits einen hohen Level. Aber es gehorcht mir nicht. Doch wenn es manchmal nicht einfach ist, ist es doch ein unersetzlicher Partner für mich. Aha, okay, interessant. So, was hast du zu sagen? Wenn jeder auf der Welt Pokémon hätte, dann könnten alle auf der Welt miteinander kommunizieren. Ja, der Traumgedanke von Game Freak. Ich sehe mir die Pokémon an, die ich bei einem Tausch mit Freunden erhalten habe. So erinnere ich mich gleichzeitig auch an meine Freunde. Aha. Wir kommen von weit her, wir haben die Pokémon besuchen, die... Was? Ich will die Pokémon besuchen, die ich getauscht habe. Achso, ich mache mir Sorgen um sie, ob es ihnen auch wirklich gut geht. Bestimmt. Und dann sind sie am Ende bei Team Galactic und müssen so Sklavenarbeit treiben. Ich kann mit Leuten auf der ganzen Welt Pokémon tauschen. Mit Hilfe der Nintendo Wi-Fi Connection. Wenn Nintendo Wi-Fi Connection allein der Name bringt mein Herz in Wallung. Ach. Mit dem Nintendo Wi-Fi Connection gehört dir die ganze Welt. Ist die Welt nun groß oder doch klein? Gut, das war's. Hier haben wir kein Item bekommen, nur ein paar Infos. Gut, aber wir waren noch nicht in diesem großen Gebäude. Globale Tauschstation, weltweiter Pokémon-Tausch. Haben wir bereits schon gelesen. Auf dem großen Globus kannst du eintragen, wo du lebst. Danach wird der Ort jedem angezeigt, der mit dir kommuniziert. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Willkommen bei Geonet, dem Hightech-Globus. Das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich tue mich jetzt eintragen lassen. Ihr seht jetzt gerade nichts, leider. Jetzt wird mir gerade gefragt, ob ich es eintragen will. Ja, warte, ich wechsle schnell. So, okay. Ich komme aus den Cockinseln. Cockinseln, hier, nein. Was? Jungferninseln, amerikanisch, britisch, okay. Mantique. Mantique ist, glaube ich, in Afrika irgendwo. Da ist echt jedes Land der Welt aufgelistet. Afghanistan? Afghanistan. China, Dominikanische Republik. Sogar Gibraltar, also. Nicht schlecht. San Marino auch? San Marino. San Marino? San Marino nicht. Aber Gibraltar. Lustig. Vatikan. Na, Vanuatu. Vanuatu ist ein Inselstaat im Pazifik. Oh Gott, aber wir sind ja in Deutschland. So, Bayern. Das ist zwar nicht relevant für das Spiel, aber. Was? Moment. Ah, hier ist nichts auf der Seite. So, ich glaube so. So passt, glaube ich. Ah, komm. Egal. So, ich wechsle wieder. Okay. Ja, die haben wir schon angesprochen.
Ich frage mich, wo auf dem Globus ein Burger King zu finden ist. Oh, mein Mikrofon ist ziemlich weit weg. Hoffentlich hört man mich. Moment, so jetzt. Mein Mikrofon ist jetzt viel näher dran. Wir können uns gerade verschoben. So jetzt, oh, ist jetzt in meinem Mikrofon. So jetzt, da müsst ihr mich besser hören, glaube ich. So, so jetzt, ich glaube, jetzt müsste es passen. Genauso passt, hoffe ich zumindest. Wenn man mit jemandem Kontakt aufgenommen hat, wird seine Heimatregion auf dem Globus eingezeichnet. Nein, nicht nochmal, ich will nicht nochmal mit dir kommunizieren oder mit dir sprechen, was auch immer. In die Nintendo Wi-Fi Connection wirklich so einfach zu verwenden, dass sogar ich das kann. Ist vorhin gesagt, aber egal. Wenn das wirklich so einfach ist, würde ich super gerne ein Pokémon tauschen. Heutzutage braucht man keine Nintendo Wi-Fi Connection mehr. Heute kann man in Pokémon X und Y mit dem Wundertausch ganz einfach Pokémon random tauschen. Es ist ganz einfach, Pokémon mit Pokémon-Fans auf der ganzen Welt zu tauschen. Ist das nicht super? Ja. Na komm, renn nicht vor mir weg. Alles, was du ich tun musst, ist ein Pokémon hier zu lassen, das ich tauschen möchte. Wer weiß, vielleicht wird es ja schon heute gegen ein anderes ausgetauscht. Während ich im Bett liege und träume. Gut, dann schauen wir mal nach. Funktioniert natürlich nicht auf dem Emulator, aber ich mach's nur zur Demonstration. Willkommen, dies ist die globale Tauschstation, kurz gesagt die GTS. Wir ermöglichen den weltweiten Pokémon-Tausch über die Nintendo Wi-Fi Connection. Möchtest du an einem globalen Pokémon-Tausch teilnehmen? Tausch. Das wird hier zwar nicht funktionieren, da ich auf dem Emulator spiele, aber ich zeige es euch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Noch nie benutzt, muss ich zugeben. Das Speichern dauert jetzt wieder eine Ewigkeit. Ah, da läuft gerade so ein Film über Korallen. Ach schön, ich hab neben zum Fernseher laufen. Ich zeig's dir mal schnell. Ja, da läuft der Fernseher, hier. Korallen, N24. So, Spiel wurde gestartet, gespeichert. Gestartet. Die Nintendo Wi-Fi Connection sieht deinen Nintendo DS und die DS-Karte als Einheit an. Sollen die Nintendo Wi-Fi User-Dateien dieses DS-Systems auf die Karte verwendet werden? Und soll eine Verbindung zu Nintendo Wi-Fi Connection hergestellt werden? Das funktioniert jetzt nicht. Und wenn doch, dann wäre ich sehr verwundert. Nein, kein Access Point in Reichweite. Obwohl ich Internet habe, am Computer funktioniert das nicht. Gut, aber ich habe schon erwartet, dass es nicht klappt, da wir nicht auf einem Nintendo DS spielen. Gut, das war auch das hier. Dann habe ich vorhin noch was vergessen. Wir waren ja schon mal im Hauptquartier von diesen Leuten da, von dieser Gesellschaft, glaube ich mal. Wo ist denn das hier, glaube ich, genau? Da, wo die ganzen Clowns waren, oder wo dieser Clowns davor stand. Hier waren wir noch nicht drin. Sie zeichnen auf, wie viele Kämpfe in Folge du gewonnen hast. Und wie viele Pokémon du fangen konntest. Und vieles mehr. Im zweiten Stock kannst du dir deine Aufzeichnung ansehen. Und vielleicht auch die anderen Trainer, ja. Warum kostümierst du deine Pokémon nicht? Im ersten Stock haben wir eine Garderobe. Schmücke dein Pokémon mit hübschen Accessoires. Und das bringt mir was? Gar nichts. Die Trainer hier lieben das Kämpfen. Früher wurde hier Karaoke. Ich wollte schon Kanake sagen. früher wurde hier Karaoke veranstaltet. Heute finden hier ausschließlich Kämpfe statt. Ich arbeite gerade an einer Geschichte. Würdest du gegen mich antreten? Ja. Ich würde gerne eine Live-Reportage mit dir machen. Die Leute wollen was, aber geben nichts. Plaudergeil. Gut, da wir vorher schon gegen die Trainer hätten kämpfen können, ist diese Trainer natürlich nicht auf unserem Level.
die müssten die eigentlich ohne Probleme schlagen können. Ups, 1 KP. Otikel. Ja. Uns haben wir das geheilt, was uns Plaudergeil mit seinem Furienschlag uns abgezogen hat. Die Medien sind das Opfer. Ich werde bald Werbesport. So, Wettbewerb habe ich gerade gelesen. Mann, was ich für Wörter lese. Ich werde bald Werbespots im Fernsehen zeigen lassen. Damit locke ich noch mehr Kunden in mein Kaufhaus. Oh, Arschloch. Ich hasse Werbung über alles. Auch diese Werbung auf YouTube, die manche YouTuber für sich selber machen. Abonniert mich, Daumen hoch, favorisieren, teilen auf Facebook, bla bla bla. Sowas hasse ich wie die Pest, wenn es immer am Ende jedes Videos kommt. Das kotzt mich immer an. Und deswegen mag ich sowas auch nicht. Weil ich es einfach nur nervig finde, wenn ich es bei jedem an. Wenn ich ein YouTube-Video anschaue und dann am Ende immer diese scheiß Eigenwerbung sehe. Gut, hier ist die Garderobe. Da können wir unsere Pokémon schmücken. Ach komm, weil. So, hier sind Porträts. Das ist ein Fotorahmen. You don't say. Sie stellen Fotos von Trainern aus, die am Statistiktausch teilnehmen. Ich hoffe, du sammelst viele Fotos von kostümierten Pokémon. Nein. Ich habe in der Pokémon-Lotterie eine neue Kulisse gewonnen. Warum erzählst du mir sowas? Das interessiert mich nicht. Oh, deine Pokémon sind aber erzallerliebst, ganz entzückend. Oh, bist du der Mann von der Lamina oder was? Sie sind so bezaubernd, ich werde ein Bild von ihnen neben mich engen. Aufregend, nicht wahr? Kostümiere dein Pokémon in meinem Bordeaux und lass es alle verzaubern. Und wenn du damit fertig bist, mach ich ein Foto von ihm. Machen wir das so, ui, ja. Oh ja, lass, das ist fein, lass uns keine Zeit verlieren. Soll ich dir erklären, wie du dein Pokémon kostümieren kannst? Nein. Oh, wähle ein Pokémon, das du kostümieren möchtest, okay. Frau Löwe. Ich hoffe, du wirst es nicht kostümieren. Na, schauen wir mal. Okay, ja, jetzt werde ich hier gerade vollgetextet, wie das gemacht wird. So. Das sieht ganz gut aus. Was haben wir denn da noch? Hier so ein Ding im Haar. So ein Blumenzeugs halt. Dann. Mann, die haben aber nicht viel. Aber ich bemühe mich auch gar nicht darum, die zu sammeln. Und das hat dann hier so am Schwanz so ein schwarzes Teil. Okay, das passt. Ja, wunderschön. Oh, ui. Ach, das ist so schön. Ich enge das Foto gleich an die Wand. Aber du müsst ihnen einen Titel geben. Ich nenne es einfach Luxtra. Ist doch egal. Luxtra. Luxtra, ui, ui, ich sehe schon, dein Sinn für Schönheit ist erkennbar. Ich werde dein Foto direkt neben mich engen, perfekt. Wenn du ein anderes oder dieses Pokémon nochmal kostümierst, wird das Foto ausgetauscht. Möchtest du? Nein. Oh, du dummes Ding, wo bleibt denn dein Sinn fürs Abenteuer? So, hier. Kevin, Luxtra. Okay. Was das jetzt genau bringt, kann ich euch nicht sagen. Bestimmt gar nichts. Moment, ich muss mich stumm schalten. Ich muss wieder. Okay. Was ist das?
irgendwas Unnötiges. Kameras. Achso, das sind Kameras. Und wir kommen heute bei Let's Play Pokémon Pearl. Jetzt seht ihr mich gerade hier. Jetzt seht ihr mich gerade hier so. In Real Life und auch Real Life im Spiel. Hinter mir ist eine hübsche Dame, die gerade auf einen Tisch starrt. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Welches Accessoire passt wohl am besten zu meiner heutigen Kleidung? Oh nein, da ist noch ein Stockwerk. Jesus Christus, warum mache ich das überhaupt? Der Star von morgen, das bist du. Dein Pokémon strahlt es aus. Ich habe hier ein Geschenk für den zukünftigen Star am Himmel. Ja. Ich dachte schon, du gibst mir was Gescheites, aber nein, der gibt mir nur so ein Accessoire-Zeugs. Oh Gott. Wann nimmt das denn ein Ende? Der Raum für die Gruppenklassifizierung ist in der Nähe der Treppen. Der Raum gegenüber ist der Raum der internationalen Klassifizierung. Oh Gott. Oh, tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ich nehme gerade Feineinstellungen an diesem Ding vor. Jemand hat meinen Rekordempfang von Pokémon gebrochen. Ich werde meinen Rekord zurückholen und mein Pokémon Platz zurückerobern, ja. Ich gewinne wirklich nur wenige Kämpfe, aber ich lasse mich trotzdem nicht entmutigen. Ich versuche einen Weltrekord aufzustellen. Den Weltrekord im Fischen von Pokémon. Interessant. Mein Name steht nicht in der Rangliste. Was ist das denn für ein Unsinn? Weil ich noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen habe, ich wette, es wäre ein irres Gefühl, wenn ich hier in Nummer 1 stehen würde. Ja, Wettbewerbssiege, ich bin die Nummer 1. Sehr gut, ich bin die Nummer 1, yay! Und ich bin auch hier die Nummer 1. 462 Pokémon haben wir besiegt. 15 haben wir gefangen und verdammt. Pokémon-Eier haben wir 1. Geangelt haben wir 2, okay. Das war's. Hey du, du musst noch 3 Pokémon angeln, dann bist du über mich. Was ist hier? Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich genauso wie hier, bloß international, also weltweit dann. Da stehen wahrscheinlich so dreistellige bis fünfstellige Zahlen. Hier findest du eine Rangliste der Mitglieder einer Gruppe. Wenn ich den Rang meiner Gruppenmitglieder sehe, spornt mich das noch mehr an. Denn ich kann doch nicht schlechter als meine Freunde sein. Doch, das kannst du. Diese Rangliste ist schon praktisch. Ich werde auch eine Gruppe ins Leben rufen und gegen Freunde antreten. Wettbewerbssiege, ich bin die Nummer 1. Wettbewerbssiege in Prozent. Ich bin die Nummer 1 mit 100%. Bänder. Ich bin die Nummer 1 mit einem Band. Ihr seht, ich bin der beste Pokémon-Spieler der Welt. Und hier, besiegte Pokémon. Ich bin auch die Nummer 1. Juhu, juhu. Das ist echt ein leeres Gefühl, überall auf die 1 zu stehen. Ach, schön. So kann man sich selber motivieren. Hier unten sind noch ein paar Leute. Ich habe etwas Großartiges herausgefunden. Wenn man viele Pokémon tauscht, hat man eine höhere Chance, die Pokémon-Lotterie zu gewinnen. You don't say. Hey du da, wie geht es dir? Ich bin der Produzent hier. Siehst du oft fern? Verletzt du mir über mir deine Meinung über die Fernsehsendungen? Ja. Abra. Kadabra. Oh, echt? Das ist in der Tat interessant. Nun, welchen Eindruck hinterlässt das Fernsehen bei dir? Azurill bewundern. Nee. Bewundern? Oh, bedauern. Statt bedauern habe ich bewundern gewesen. Wieder verlesen. Azurill ist gelangweilt. Schalte auch in Zukunft Jubischer TV ein. Juhu. Ich habe etwas großer. Ich hatte mir schon. Kommt da auch was Gescheites, wo wir Items bekommen? So richtig gescheite Items, nicht so Bänder oder so ein Mist.
Ja, sie erzählen uns Geschichten, man spürt richtig die dramatischen Geschichten hinter all ihren Zahlen. Gut, es geht noch höher. Oh, das letzte Stockwerk, endlich. Alle können mitmachen, heißt das Motto unseres Fernsehsenders. Jetzt sind wir schon 20 Minuten in Jubelstadt, wir hätten schon längst in Fleetburg sein sollen. Naja, deine Heldentaten sind sagenhaft. Wir werden deine Taten über unseren Fernsehsender der ganzen Welt mitteilen, über RTL. Das ist nämlich das Beste unserer Möglichkeiten. Hahaha. Gut, dann gehen wir zurück ins Erdgeschoss. Da läuft so eine Doku über Indianer. Ich mag Geschichtsdokus. Schaue ich mir jederzeit gerne an, wenn mal nichts Besseres im Fernsehen läuft. Zum Beispiel, wenn der RTL überall nur läuft oder sowas, dann schaue ich auch gerne N24 an. Denn da kann man sich bilden und nicht entbilden. So. Dann gehen wir hier rein. Hier waren wir auch noch nicht so genau. Hier kriegen wir ein paar Pocket-Updates. Okay, er hat keins. Ich dachte, wir kriegen von dem immer wieder neue. Naja. Ich bin der Präsident der Pocket-Gesellschaft. Gib mir all dein Geld. Hallo, deine Geduld wird nun belohnt. Ich habe ein neues Zubehör für dein Pocket fertig. Notizblock. Auf den Notizblock kannst du Notizen eintragen. Was du nicht sagst. Das ist ein Notizblock. Er ist nun ja das, was er ist. Gut, jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch was. Jawohl. Landkarte. Die brauchen wir, wenn wir Cresselia fangen wollen. Gut, kriegen wir noch etwas? Ja, wir kriegen noch was. Und zwar Linkfinder. Der Linkfinder zeigt dir verfügbare Hotspots für drahtlose Verbindungen. Ich denke schon, dass es sehr nützlich ist, wenn man sehen kann, wie viele Leute gerade miteinander kommunizieren. Okay, das brauchen wir nicht. Zum Beispiel im Connex Club. Ja, das brauchen wir nicht. Okay, wir kriegen noch eins, wenn wir 7 Orden haben. Alles klar, jetzt zeige ich euch die Sachen, die wir gerade bekommen haben. Hierbei muss ich wieder den Bildschirm wechseln. So, jetzt. Das ist die Bären-Dingens, das ist Poké-Dingens, das ist Schrittzähler-Dingens, das ist Analoguhr-Dingens. Genau, das ist die Karte. Wir können hier Markierungen setzen, hier zum Beispiel da. Oder hier sein Lieblingsort mit einem Stern. Mein Lieblingsort ist hier die Pokémon-Liga. Ja, und solche Sachen halt. Und wenn man ein Wander-Pokémon fangen will, dann wird es auch hier angezeigt. Das werden wir allerdings erst später sehen, wenn wir ein Wander-Pokémon fangen werden. Berühren, Kommunikation starten, Suche nach verfügbaren Spielern für einen Linkaufbau. Gut, damit kann man in der Nähe einige Leute finden, die im Coinies Club gerade sind, und dann kann man sich hier ganz schnell mit denen in Verbindung setzen. Und dann haben wir noch etwas bekommen. Das ist der Rechner. Ah, genau, der Notizblock. Gut, dann trage ich mal ein. Erstens. Weltherrschaft. Welt. Schafft. So. Zweitens. Keine Ahnung. So, schöne Notiz, und hier kann man es wegradieren. Ja, was es einbringt, vielleicht, wenn man, ja, man kann sich quasi seine eigenen Quests dann hier aufschreiben, die man sich dann selber dann machen möchte. Zum Beispiel, wenn man sich daran erinnern möchte, dass man sein Pokémon noch trainieren muss, dann kann man es hier notieren, bla bla bla. Und halt so ein Zeug.
Schrittzähler, 34.294 Schritte. Gut, dann wechsle ich wieder den Bildschirm. Okay. Willkommen in der Pokémon-Gesellschaft. Der Pokets-Gesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen und nicht sonderlich groß. Gut, dann ist dieses Haus auch nicht besonders groß. Hallo, ich arbeite für Jugendstadt TV. Wie wär's mit einem schnellen Interview? Meinetwegen. Was hältst du von dem Zubehör Itemradar? Das Itemradar ist so eigenartig. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in deiner Sendung ausgestrahlt bei RTL. Schalte doch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Nein. Wir versuchen, wie ein Trainer zu denken, wenn wir ein neues Zubehör für den Poketch entwickeln. Schließlich hat uns die Zufriedenheit unserer Kunden absolute Priorität. Hat für uns die Zufriedenheit Priorität, okay. Wer hat die Pokémon da reingelassen? Ich meine, die sind hier in einer Firma. Sind da Pokémon erwünscht? Da, Pokémon Chronomesser. Das ist der volle Name des Poketch. Aber ist doch wohl ein bisschen lang. Und das bedeutet nochmal das Wort Pokémon. Was bedeutet nochmal das Wort Pokémon? Pocket Monsters. Egal, ich bin der Vater des Präsidenten der Pocket Gesellschaft. Nein, nicht nochmal. Dieser Part wird sowas von lang. Wir haben jetzt schon allein den Part, wir haben jetzt schon dieses, das Soll erfüllt, das wir für den Part fast brauchen. Und das erst in Jubelstadt, naja. Mein Mann ist der Präsident der Firma. Wir haben in einer Garage angefangen, nun produzieren wir in großen Mengen. Wir fertigen etwas, das die Welt glücklich macht. Stell dir das mal vor. Hier ist nichts bloß Abfall, hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Schade. Die schauen ja alle RTL, die müssen dieselben Wohnungen haben wie bei RTL. Und da ist nichts bloß Abfall. Hast du einen Poketch? Ja. Es gibt ein Modell für Jungen und eins für Mädchen. Ja, oder umgekehrt. Für Mädchen und für Jungen. Sie haben unterschiedliche Farben. Aha. Jetzt. Überall auf der Welt denken sich die Leute neues Zubehör für den Poketch aus. Du wirst erstaunt sein, wo und von wem du Zubehör bekommst. Auf dem PC findest du Informationen zu den verschiedenen Teilen. Ja, das schaue ich mir jetzt nicht an, wir haben bereits genug Zeit verplempert. Hier ist nichts bloß Abfall. Auch, und hier ist noch was. Ist hier auch Abfall? Hier ist nichts bloß Abfall. Anscheinend. So, dann verlassen wir das Gebäude und machen uns jetzt endlich auf den Weg in Richtung, was weiß ich, Stadt. Fleetburg. Wir können jetzt das Surfer einsetzen, da wir den fünften Orden erlangt haben. Gut, schauen wir zunächst nach, was hier zu finden ist. Geht es lang, arschig. In der dritten ging es viel schneller, das Surfen. Ein Sonderbonbon. In der dritten war es dreimal so schnell, die Geschwindigkeit beim Surfen. Und hier? Voll langweilig. Ich meine, das heißt Surfen, nicht Schwimmen. Beim Surfen ist man schnell. Ein Wingull. Das ist nicht V im Surfer, das ist V im Schwimmen. Warum lässt du mich nicht fliehen? Weil mein Bronzong so langsam ist, oder warum lässt du mich nicht fliehen? Ja, bestimmt liegt es an der Initiative. Ich kämpfe nicht gegen dich, selbst wenn du jetzt das so dein Ganzes gibst. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Du verschwendest nur sinnlose Energie. Ich werde meinen Bronzong jetzt nicht an die erste Position lassen, sonst können wir keine Kämpfe mehr fliehen. Ich setze jetzt meinen Wasser-Pokémon an die erste Position.
Boah, es dauert das Surfen lang. Das ist nicht Surfen, das ist Schwimmen. Das ist VM3 Schwimmen, nicht Surfen. Gut, da ist ein Angler. Und hier ist ein Matrose. Und er will gegen uns kämpfen. Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Gut, Rappo. Mantyrps, die Vorentwicklung von Mantax. Ein Pokémon aus der zweiten Generation. Und Mantyrps ist jetzt eines der vierten Generation. So, Blizzard. Mantyrps ist vom Typ Flug und Wasser, also denselben Typ wie Windgall. Deswegen ist Blizzard normal stark, weil Flug, Wassertypen normal stark gegen Eisattacken sind. Wegen dem Wasser- und Flugtyp halt. Kann es sein, dass Mantax viele KP hat, weil dieses Mantyrps, das hat gerade zwei Blizzard überlebt. Oder eigentlich nur einen. Aber fast wären es auch zwei geworden, naja. Gut, Gardos, da setzt sich Frau Löwe ein, wir haben dann den Elementvorteil. Das sollte keine großen Probleme machen. Ja, der Bedroher beider Pokémon senkt jeweils den Angriff. So, Funkensprung. Und wird das ein Level Up? Jawohl, Level 35. Lernst du jetzt Donnerzahn? Knirscher, auch okay. Hätten wir bei Lamina gebraucht, aber das hat auch ganz gut Dienste geleistet. Ankerlichten! Du bist nicht mal auf dem Schiff, warum sagst du Ankerlichten? Es ergibt keinen Sinn. Die Dialoge der Trainer ergeben alle keinen Sinn. Oh, Windgeil. In diesem Gras werden wir ein Pokémon brauchen, das wir für unser Team brauchen. Für unser neues Team-Pokémon. So, erstmal kassiere ich die Bären hier ein. Eine Fragebeere. Dann hier eine Persimbeere. Dann haben wir hier eine Giveberry. Als nächstes zwei Sanana-Bären. Gut, dann bekämpfen wir noch die zwei Trainer da drüben. Und hier ist auch noch einer. Dann müssten wir die Route eigentlich schon erledigt haben. Lass das rocken, der Rhythmus des Kampfes! Vitali, weißt du noch damals auf der Universität? Luxio. Ah, komm, ich riskiere es jetzt. Ich kämpfe jetzt mal mit meinem Wasser-Pokémon gegen das Elektro-Pokémon. Wir haben ja die Surf-Attacke. Da ist Depp drauf. Übrigens habe ich im letzten Part was Falsches gesagt, oder es kann doch der vorletzte Part gewesen sein. Und zwar habe ich da gesagt, dass Surfer eine Stärke von 180 hat. Das war falsch, denn wenn man 95 mal 2 nimmt, dann ergibt es nicht 180, sondern 190. Okay, das war's auch schon. Kannst du es hören? Das Klingen meiner. Das Klagen meiner Gitarre.
Ah, oh, das Surfen, das dauert so lange. Seht mich an, ich surfe. Ja, es beißen keine an. Warum bist du dann hier? Suchen Angler sich nicht einen besseren Platz, wenn sie keine Stelle finden, wo keine Fische sind? Ah! Moment. So. Muss ich das erklären, warum ich das jetzt mache? Ich glaube nicht. Was? Na komm, ich wechsle das Pokémon, das dauert mir zu lang sonst. So, Frau Löwe. Achso, ihr wollt bestimmt wissen, was ich spiele. Ich spiele Tekken 6. Hier, da, Tekken 6. Für die PSP. Okay, jetzt beginnt's. Massaker. Dass es jetzt so langweilig ist, habt ihr nicht mir zu verdanken, sondern Game Freak. Ich kann da nichts dafür. Am besten überspringt ihr das Ganze jetzt, wenn ihr das nicht sehen wollt. Was, Carlos? Oh. Verdammt, das muss ich hier kurz. So, jetzt. Carlos ist schon spannender als Carpador. Okay, das war's. Garados ist down. Mann, ist die Ladezeit lang. Ihr seht, ich spiele gerade mit Shimizu und es dauert so lange, bis es geladen ist. Meine PSP ist ein paar Mal auf den Boden gefallen und da wurde es ein bisschen beschädigt. Seitdem dauert es super lange, bis hier ein Kampf geladen ist. Na super, ausgerechnet beim letzten Carpador fertig geladen. Super! Das ist spannender. Ihr kämpft, pass auf. Ich! Verdammt. So, Multitasking. Ah, scheiße, ich verliere, glaube ich. Ich verliere, oder? Verliere ich. Ah, sieht nicht gut aus. Und. Ja, ich habe verloren, oder? Ja. Ah. Moment, gleich habe ich's. Ich habe gewonnen, seht ihr das? Haha. Okay. Zurück zu Pokémon. Wenn nichts anbeißt, sollte man schlau sein und es für den Tag gut sein lassen. Gut, dann ist hier unten noch ein Angler. Ich hoffe, der hat auch keine Carpadors. Angeln an der frischen Luft macht einfach so viel Spaß. Das Schreien hilft mir nicht, aber ich muss einfach schreien. Gut, er hat nur zwei Pokémon.
Samuel Koch. Gut, bei Gardos werde ich wieder wechseln. Oder muss ich das? Ja, ich glaube schon. Ich habe keine andere Attacke bei Blizzard. Ich mache mal Blizzard, komm. Blizzard trifft ja bei unserem Pokémon zum Glück sehr häufig. Oh, Drachenwut. Heftig. Drachenwut zieht immer 40 KP ab. Das hat einerseits Vorteile, andererseits Nachteile. Der Vorteil ist, dass man nicht an Typen gebunden ist. Das heißt, man kann quasi Stahl-Pokémon immer 40 KP abziehen. Ihr wisst ja, Stahl-Pokémon sind ziemlich zäh. Und mit Drachenwut ist das eine gute Möglichkeit. Ein Nachteil ist natürlich, wenn das Gyarados einen hohen Level hat, dann sind 40 KP nicht mehr so viel Schaden gegen ein anderes Pokémon, was auch Level 100 haben könnte. Dann ist Drachenwut vergleichsweise ziemlich schwach. Gut, das war's. Und ein zweites Gyarados. Es gibt so viele Wasser-Pokémon, aber es kommen irgendwie immer dieselben. Und das finde ich schade. Oh, mein Mikrofon war im Bild. Los. Moment. Ich bin jetzt eigentlich schon die ganze Zeit so unzufrieden mit dem, wie es jetzt so aussieht. Jetzt passt es, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Lauter Anpassungen hier in diesem LP. Oder in diesem Part. Level 36. Hust, das tut weh. Ja, es tut weh, wenn man 6 Kabados gegen mich einsetzt. In jeder Edition gibt es mindestens einen Trainer, der nur Kabados einsetzt. Das ist ein Phänomen, ein schlechtes Phänomen. So, Honig, super. Ah ja, da kommen wir zurück, okay. Gut, dann haben wir alle Trainer erledigt auf dieser Route. Jetzt werde ich das Pokémon fangen, was wir für unser fünftes Pokémon brauchen, für unser fünftes Team-Pokémon. Und zwar ist es das Pokémon... Nein, du bist es nicht, Tentara. Denk nicht mal dran. Ich habe es ja schon häufig erwähnt, welches Pokémon es ist. Und ich habe den Namen vergessen. Schnurgas. Ne, Schnurgas ist die Vorentwicklung. Charmian, genau. So, wir werden jetzt nach einem Charmian suchen. Oder vielleicht sogar nach zwei Charmians. Denn ich brauche dieses Pokémon für das Paaren. Hier ein westliches Schalellos. Gut, Charmians kann man nur in der Pearl-Edition fangen. Ich hab's nachgeschaut im PokeWiki. In der Diamant-Edition und in der Platin kann man sie nicht fangen. Das heißt, wenn ihr in der vierten Generation einen Charmian haben wollt, müsst ihr euch die Pearl-Edition besorgen. So, jetzt Charmian. Nein, Boilin! Ich will einen Charmian. Vielleicht sollte ich Honig benutzen, wir haben so viel Honig. Ach, muss das sein? Sowas kotzt mich an. Dann taucht so ein fetter Fuchs auf, lässt mich nicht fliehen und setzt Sternschauer ein. Du bist nicht cool. Komm, stirb, ich habe Boilin schon immer gehasst. So. Boilin ist übrigens das allererste Pokémon, was ich in der 6. Generation durch Wundertausch bekommen habe. Ich frag mich, wo es daran nur liegen könnte.
So, Honig, Honig, Honig. Wir müssen den ja auch irgendwie loswerden. Gastrodon! Ich will keinen Gastrodon. Ich will ein Dingens haben, Charmion. Bitte. Gut, noch einmal Honig einsetzen. Ich hoffe, jetzt taucht endlich ein Charmian auf. Bitte. Keine Gastrodons und auch keine Boilins mehr. Danke. Jetzt muss ich es nur noch einfangen. Es hat Level 30, okay. Wir können es also gut bekämpfen. Ich greife es mal an mit Metallklaue. Ich hoffe, es tötet mein Mortal jetzt nicht. Charm ist okay. Das macht sogar meine Metallklaue ein bisschen schwächer. Und nochmal. Finde! Es sieht ja fast gar nichts ab. Ich glaube, jetzt schmeiße ich einen Ball. Einen Hyperball. Okay. Gut, wir brauchen übrigens kein zweites. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Aber wenn ich jetzt noch eins begegnen sollte, jetzt auf einmal, dann werde ich es fangen. Wir bräuchten jetzt doch ein männliches. Perfekt. Fange ich es auch noch ein? Oder war das vorhin weiblich? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich fange es jetzt einfach mal ein. Wenn es weiblich ist, das was wir gerade gefangen haben, dann ist es okay. Und wenn es männlich war, dann ist es halt jetzt verschwendete Zeit. Gut, Knirscher wird das Pokémon überleben. Die Attacke ist ja nicht stark gegen ein Unlicht-Pokémon. Was? Ist das kein Unlicht-Pokémon? Okay. Mein Fehler. Ich dachte, Charmian wäre ein Unlicht-Typ. Egal, wir sind jetzt in Fleetburg. Was willst du denn? Kevin, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, jetzt sag nicht, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Elbis Assistent und der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex zu aktualisieren. Und meine Institutionen sagen mir, dass ich genau hier dich treffen werde. Gibst du mir kurz deinen Pokédex, bitte? Mal sehen, ich soll die neue Software folgendermaßen installieren. Klick, klick. So, das war's schon. Dein Pokédex ist nun auf dem neuesten Stand. Ich sollte dir jetzt wohl erklären, was ich gerade gemacht habe, oder? Du kannst dir nun Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Ja, genau. Und nun lass ich dich wieder in Ruhe, damit du dem Professor weiterhin helfen kannst. Kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Lauter Forderungen. Unglaublich. Der Professor macht sich Gedanken nach dem, was in Jubelstadt passiert ist. Vielleicht ist es ja aber ganz unnötig, aber nun muss ich aber los. Bis dann. Okay, wir haben Fleetburg endlich erreicht. Schöne Musik. Wir werden uns die Stadt aber noch nicht anschauen. Sondern wir werden uns erst um unser fünftes Team-Pokémon kümmern, bevor ich
noch weiterhin eine Aktion hier setze in diesem Story-Spiel. So, erstmal halte ich meine Pokémon. Und dann mache ich Schluss für heute und dann werden wir im nächsten Part unser fünftes Team-Pokémon bekommen. Denn wir haben jetzt alle erforderlichen Mittel, die wir dafür benötigen, um es kriegen zu können. So, aber vorher sollte ich vielleicht das Charmian mitnehmen, was wir gerade gefangen haben. Ich lasse jetzt Macholo da. Oh nee, Staralili lasse ich hier. Verdammt, ich habe mich wieder vertippt. Mit der doppelten A-Taste vertippt man sich immer so häufig. So. Staralili. Genau dich brauche ich. So, Charmian. Hierhin. Ich muss mal kurz die Attacken prüfen. Ah ja, okay. Gut, ist es weiblich oder männlich? Es ist weiblich. Okay, wir hätten das männliche fangen können, also... Naja, aber es spielt auch keine Rolle mehr. Ich habe, wie gesagt, eine Methode erfunden. Oder gefunden, wo wir gar keins brauchen. Jetzt heile ich mein Pokémon nochmal, aus der Gewohnheit her. Gut, das war jetzt ein etwas längerer Part. Im nächsten Part werden wir unser fünftes Team-Pokémon erlangen. Seid gespannt, was es für ein Pokémon sein wird. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Anke P. Ciao.